Guten Morgen, meine Knurrellas. Wir gehen jetzt los. Ich bin müde wie Sau. Ich habe nur 2 Stunden geschlafen, habe was für euch aufgenommen. Aber egal, wir gehen jetzt einfach mal los. Alles meine Fans. Die sind alle wegen mir da. Der Service hier wird einem das Auto geputzt und sogar noch zusätzlich getankt. Den Dienst gibt es hier nicht in Deutschland, ja? Schneidet euch mal eine Scheibe von ab. So, Hotelas, wir sind angekommen im Hotel. Sieht schon mal extrem cool aus soweit. Und oh mein Gott, ein Bett. Ich ziehe mich jetzt um, dann geht es in die Stadt und das werde ich alles für euch aufnehmen. Ich habe bis jetzt schon so das Gefühl gehabt, dass hier die Männer relativ dreist sind. Ich glaube, es war keine gute Idee, hier einen Frauentrip zu machen. Aber egal, ich check's jetzt mal ab und ihr kommt mit. Also bis gleich. Ein schönes Armband schenken bekommen und wir glauben, dass der uns jetzt mit Sicherheit verfolgen wird. Nein, ich soll jetzt keine Kohle geben. Das hat funktioniert. Die Masche. Ernsthaft? Ja, die Leute hier sind schon ein bisschen dreist. So macht man Geld heutzutage. So macht man Geld. Give me $20. Du dachtest, du bist was Besonderes. Ich dachte auch, ich bin was Besonderes, aber ich behalte. Schön, dass hier aussieht. Einfach extrem geil. Was gibt's denn Leckeres? Nutella und Streusel. Gönn dir, Bruder, gönn dir. Look at my horse is amazing. Oh, ein Klo, das brauche ich auch. Hard Rock Cafe. Nice. Thank you, have a nice day. Schaut mal, Leute, wie die da rumpost. Das ist ja peinlich. Das ist wirklich peinlich. Aber das möchte ich mir noch ein bisschen anschauen gerne hier, was die macht. Oh Mann, ey. Komm, zeig uns deinen Arsch. Jawohl, Baby. Oh yeah. Can you make me? Yeah, of course. Okay. So, Knurrellas. Wir machen jetzt eine Stadtrundfahrt in einem ganz sexy Gefährt. Es ist ein Lamborghini. Wird viel Aufsehen erregen. Und ich zeige euch wie immer alles und dann würde ich sagen, auf geht's. Wollt ihr sehen? Das ist richtig geil.
war noch nie in einem Lamborghini. Ja. Lamborghini fahren macht Spaß. Ich muss ja sagen, unser Auto ist cooler als das. Sexy! Ja, dann könnt ihr jetzt durchschauen. Und was sehe ich dann? Ja, das sage ich. Wollen wir in der Badewanne? Jetzt sind wir doch jetzt mal gespannt. Ja. Du zuerst? Ja. Ich weiß auch nicht, aber alle versuchen zu fotografieren, was da drin ist. Nee. Aber es funktioniert nicht. Vorsicht, kommt auch ganz schön. Und wie groß ist er? Jetzt ist euch. Oh mein Gott, ja, gib mir mehr. Oh, mein Auge. Don't do it. Ja. Und die Frau daneben denkt sich, du Wichser. Da das die erste Sightseeing-Tour war, von der ich wirklich auch begeistert war, dachte ich, muss ich das nochmal erwähnen. Falls ihr in Rom seid, schaut einfach mal nach privater Tour mit einem Golfwagen. Nochmal danke an Banana Bob, das war wirklich sehr cool und informativ. Ja, und wie ihr seht, laufe ich hier einfach gegen den Strom und hab's nicht mal gecheckt. Deswegen waren die Leute dementsprechend genervt, aber jetzt geht's mal weiter. Shit, voll gegen den Strom gelaufen jetzt. Hier ist nämlich der Eingang. Hast du es gemerkt? Ja, ich habe es gemerkt, weil die mich alle angeguckt haben. Egal. So, meine Gnurellas, der letzte Tag. Wir gehen heute noch ein bisschen raus, dann beantworte ich eure Fragen und zeige euch noch ein paar Sehenswürdigkeiten. Und dann geht es auch morgen schon wieder zurück. Ich hoffe, euch gefällt es bis jetzt. Ja, und dann würde ich sagen, wie immer, auf hier geht's. What are those? Hier die spanische Treppe. Sehr Amateur, man darf nicht drauf. Leider abgesperrt. Amateurisch Italiener. Diskutieren die noch? So streiten, so sprechen Italiener miteinander. Ja, das ist ja auch. Und zwar vom Endboss TV. Die erste ist, was ist für dich der Sinn des Lebens? Ich muss jetzt ja ernst antworten, ich habe schon wieder viele beschissene Antworten dazu. Also für mich ist der Sinn eigentlich im Leben glücklich zu sein und halt eben das zu machen, was einen glücklich macht. Weil man lebt nur einmal und halt eben auch Dinge zu riskieren, die vielleicht dann auch nicht funktionieren, aber man hat es halt dann Hauptsache gemacht. Das ist so mal meine Antwort dazu, ist von extrem überflüssig langer Name. Da ist echt so. Hast du eine politische Einstellung? Das ist eine schwere Frage, weil ich rede über Politik und meine Einstellung nicht gerne online. Ich habe es einmal gemacht, habe was kommentiert und hat einer gemeint, ich bin eine behinderte, blöde Sau und soll meine Meinung für mich behalten. Seitdem dachte ich mir, politische Einstellung, alles gehört nicht ins Netz, vor allem nicht im Video. Dann einmal eine Frage von AirTag. Wirst du nach deinem Studium aufhören, Streams zu machen? Nein, auf gar keinen Fall. Da geht es erst richtig los. Ich kann halt jetzt nicht so viel streamen, weil ich halt gerade meinen Master habe. Wenn ich mein Master bin und halt sehr viel zu tun habe,
aber ich werde danach, denke ich, mehr streamen und mich auch erstmal auf die Streams ein bisschen mehr konzentrieren, aber natürlich auch YouTube wie immer. Spra, was machst du eigentlich beruflich? Also wie schon gesagt, ich mache gerade meinen Master in Media. Geht noch ungefähr so ein Dreivierteljahr und dann bin ich fertig. Emre As hat geschrieben oder gefragt, was planst du für die Zukunft? Mein Studium fertig zu machen, gute Notendurchschnitt zu bekommen. Dann möchte ich erstmal ein halbes Jahr an meinem Portfolio arbeiten und halt natürlich YouTube und Streams weitermachen und dann mich auf jeden Fall bewerben und für die Zukunft, keine Ahnung, ich lasse immer alles auf mich zukommen. Ich habe mir nie Gedanken über alles so gemacht, ich habe immer alles so kommen lassen, wie es halt eben gekommen ist. Jetzt willst du noch alles im Leben erreichen, kann ich auch nicht so sagen, wie gesagt, ich lasse alles auf mich zukommen, ich will halt noch viel reisen und halt eben, keine Ahnung, Job haben, der mir Spaß macht, aber so bis jetzt war ich eigentlich mit allem zufrieden, wie es gekommen ist. Dann kommt jetzt von Robin Paar eine Frage. Was sind deine drei Lieblingsspiele? Falls die Frage schon beantwortet wurde, dann die hier. Was sind deine drei Lieblingscharaktere? Auf jeden Fall Dante von Devil May Cry, Caius und... Boah, das ist schwer. Eigentlich immer nur die Bösen. Der von Castlevania. Oh ja, genau, der Malus. Woher weißt du das noch? Steve, Army und Tour hat gefragt. Nuli, was würdest du machen, wenn du die 500.000 Abos hast? Würdest du mit YouTube weitermachen oder deinen Beruf weitermachen und dabei YouTube selten was hochladen? Es kommt nicht auf die Abozahl an, würde ich sagen. Ich werde auch YouTube weitermachen, auch wenn ich einen Job habe. Und ich will ja mein YouTube-Konzept eh ändern und es wäre dann, glaube ich, auch vereinbar, wenn ich mal einen Job habe, also arbeiten gehe. Dann hat Marc VZZ geschrieben, wie bist du zum Zocken gekommen? Und zwar bin ich durchs Zocken gekommen durch meine liebe Schwester, die gerade die Kamera hält. Wir haben zwar davor immer schon Nintendo 64 gespielt und haben meinen Bruder abgezockt in Mario Kart und Mario Party, aber dann hatte sie die PlayStation 1 und sie hat dann Final Fantasy 8 gespielt. Und die dumme Sau hat mich nicht zugucken lassen und hat mich rausgeschmissen. Und irgendwann hat sie die Lust verloren, habe ich mir die PlayStation 1 gepackt und dann hat sie noch gesagt, komm, wir klauen das Spiel von meinem Bruder, von unserem Bruder, und zwar Resident Evil 1, haben es geklaut, haben es gespielt. Nach der ersten halben Stunde hatte sie keinen Bock mehr und ich habe dann die Ruby zu mir geordert und dann haben wir gesuchtet und sie war raus aus dem Game und ich war im Game und seitdem bin ich süchtig. Wo ist Tortibug, wo siehst du dich in 5 Jahren beruflich und privat? Ja, wie gesagt, ich kann es gar nicht sagen, ich lasse mich immer spontan alles auf mich zukommen. Ich hoffe privat, dass weiterhin alles gut läuft, auch in meiner Familie, dass denen gut geht und beruflich, dass ich einen coolen Job finde, der mir halt auch Spaß macht und dass ich halt auf jeden Fall nebenbei noch YouTube weitermachen kann und streamen, das ist mir sehr wichtig. Ash April hat gefragt, gibt es eine Geschichte, die hinter deinem Namen steckt? So, diese Story werde ich jetzt einmal noch erzählen und dann verlinke ich in Zukunft alle Leute auf dieses Video. Ich habe damals immer schon Gnus geil gefunden, habe schon gezockt, online gezockt, seit ich 11 bin und die Jungs haben immer so, Sibel, so eine Frau, warum zockst du, voll uncool. Na, ich dachte, cool, es muss ein Name her, da hieß ich anfangs nur Gnu. Und einmal saß ich mit meinem Bruder auf der Couch, es war extrem heiß. Und ich hatte Bock auf eine saftige Melone und dann dachte ich mir, saftig ist nur geil. Das habe ich ihm gesagt und er hat sich so tot gelacht, dass ich mir dachte, das ist ein guter Name, den habe ich seit ich 11 bin. Das ist die Erklärung dazu. Garagenkiller, was wäre für dich ein Grund, mit YouTube aufzuhören? Gab es schon mal ein fertig geschnittenes Video, das du nicht hochgeladen hast? Ja, es gab schon mal ein fertig geschnittenes Video, was ich nicht hochgeladen habe. Das war irgendein Horrorgame, was ich überhaupt nicht lustig fand und scheiße fand. Und es gäbe für mich eigentlich soweit keinen Grund, mit YouTube jetzt aufzuhören. Außer ich würde jetzt, keine Ahnung was, wenn ich jetzt sehr schwer krank wäre, dann würde es ja nicht anders gehen. Enes hat gefragt, wie groß bist du? Ich bin 1,72. Wundert euch nicht, auf den Bildern sehe ich manchmal aus wie ein Haiwan. Es liegt aber daran, dass die Leute meistens halt auch nicht so groß sind, mit denen ich Bilder mache. Also es liegt nicht an mir, oder? Doch. Ich bin nicht ein Haiwan. Aber halt groß. Ja, aber nicht so groß. Also es gibt größere. Es gibt immer größere. Ja. Nein, ich bin nicht groß. So. In welcher bzw. bei welcher Stadt in NRW wohnst du? Also das ist was, das beantworte ich nicht so gern. Also ich wohne in NRW derzeit. Ich glaube, das muss reichen. Und ja, einfach besser so, wenn man es nicht sagt. Also in der Nähe von Köln, sage ich mal so. Knus-Sekretär Timo hat gefragt, was ist dir wichtiger? Hohes Einkommen oder gutes, sehr gutes Arbeitsklima? Natürlich wäre beides perfekt, aber ich würde sagen, da ich schon mal einen gut bezahlten Job hatte und das Arbeitsklima scheiße war, wäre mir schon sehr gut, ein sehr gutes Arbeitsklima und das Einkommen kann dann halt normal sein. Das ist schon sehr wichtig, weil man hat sonst keinen Bock, auf die Arbeit zu gehen und dann kann man auch nicht gut arbeiten, finde ich.
So, Knulis, das war's soweit. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr so viel unter das Foto geschrieben habt. Das hätte ich gar nicht gedacht. Vor allem auch so viele ernste Fragen. Es war jetzt auch schwer, das ernst zu beantworten, aber ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Ich möchte in Zukunft auch, wie gesagt, mehr so Real-Life-Stuff-Scheiße bringen und halt ein bisschen den Kanal umstellen. Das werdet ihr jetzt aber dann bald alles merken. Nach den letzten zwei Let's Plays, Doom und Uncharted, wird der Channel einfach einen roten Faden haben und knackiger sein. Und dann sage ich wie immer Danke und ich hoffe, der Vlog gefällt euch. Und ja, dann sage ich wie immer Ade mit Ewasche. Und wenn es euch gefallen hat, Hüfchen nach oben. Und wir sehen uns auf jeden Fall in den Streams und im nächsten Video. Und danke an die Dame, die Kamera gehalten hat so lange. Bitte.